Motivationsschreiben ja oder nein? Das ist auch eine spannende Frage. Hier gibt es eben unterschiedliche Antworten von der sinnvollen Zusatzinformationen, wie die einen meinen, bis zur unnötigen Zeitverschwendung, was die anderen meinen. Also ja, wie wird es denn bis jetzt gehandhabt und wie ist es denn sinnvoll? Ich glaube, es geht immer um diese Thematik der Sinnhaftigkeit. Sicher ist es so, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass bei jeder Bewerbungsunterlage ein kurzes Anschreiben schon recht sinnvoll ist. Warum? Weil natürlich der Bewerbende die Chance einfach hat oder die Möglichkeit hat, sich wirklich auf die Stelle zu konzentrieren und zu erklären, was seine Motivation ist und warum er unbedingt diesen Job haben möchte oder warum er der Richtige oder sie die Richtige ist. Ganz viele, ich meine, ich in der Personalberatung auch, sehe es so, wenn der Lebenslauf sehr, sehr aussagekräftig ist, dann denke ich mir oftmals, braucht es kein Bewerbungsschreiben. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Anschauung und Meinung. Und ich glaube, wenn man jetzt kategorisch Lebensläufe oder Bewerbungen ausschließt, die kein Motivationsschreiben haben, wird es ein bisschen schwierig dann, weil einfach der Bewerbungsprozess sich noch mehr in die Länge zieht. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, man hat 20 Bewerbungen, die man bekommt und 10 Bewerbungen haben kein Motivationsschreiben, 10 schon. Und bei diesen 10 sind jetzt nicht unbedingt die passenden Kandidaten mit dabei. Dann braucht man auf jeden Fall nochmals ein paar Tage oder eine Woche, um noch einige Bewerbungen reinzukommen. Und ich glaube, das nimmt einfach sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Ja, und es ist vielleicht dann notwendig, eben wenn es einen Mehrwert zum Lebenslauf bietet. Ich denke, als Fazit gesehen, es ist abhängig von der Stelle. Also ich habe kürzlich miterlebt, dass ich gehört habe und was ich auch selbst erlebt habe, dass Firmen einfach wissen wollen, wie derjenige formuliert, wie derjenige schreibt, weil derjenige das einfach auch für den Job braucht. Das ist ganz logisch und klar, dass man dann auch sieht, wie er Sätze formuliert. Sind es kurze Sätze, lange Sätze? Wie schaut es mit der Rechtschreibung aus? Sind Grammatikfehler drin? Wie sind die Formfehler? Gibt es irgendwie optisch auch so Aufhänger, die einem wichtig sind? Ich glaube, das ist schon, das eine ist abhängig von der Stelle. Das andere ist, ich glaube, wenn der Lebenslauf, wie gesagt, sehr umfangreich ist und auch derjenige ein LinkedIn und ein Xing-Profil hat, mir reicht das, Entschuldigung, mir reicht das auf jeden Fall. Ich finde, das ist für mich passend. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass ihr euch da wirklich überlegt, möchtet ihr das unbedingt haben? Ist das Bild dann ein größeres oder reicht einfach alles andere, was ihr bis jetzt bekommen habt? Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema, strukturiertes Interview. Hier war die Frage, inwiefern so ganz strukturierte Interviews verwendet werden, ob es eben nur teilstrukturierte gibt oder ob es eben wirklich solche gibt, die komplett strukturierte Interviews verwenden. Und ich meine, die Vorteile sind klar, man hat einen wunderbaren roten Faden und deckt somit alle Bereiche, die halt so ein Gespräch umfassen, ab. Die Nachteile sind klar auf der Hand. Irgendwie so ein bisschen die Beziehungsebene kann mitunter zu kurz kommen, denn man ist einfach so im Fragemodus drin, aber in dem Katalogfragemodus drin. Und das kann schon wie ein Verhör wirken. Und man hat auch dadurch ein bisschen weniger Flexibilität, auf individuelle Aspekte oder individuelle Erfahrungen von Kandidaten einzugehen. Und dadurch kann natürlich auch die Chemie ein bisschen auf der Strecke bleiben, nämlich die Chemie so als entscheidender Faktor, wenn man ein anderes Thema mal rausnimmt, so aus dem Bewerbungsgespräch und man sich sozusagen nicht nur auf dieses strukturierte Interview fokussiert. Ja. Persönlich gesehen ist es wichtig, für sich selbst zu entscheiden, möchte ich ein teilstrukturiertes oder mache ich ein ganz strukturiertes Interview, um das mal auszuprobieren und einmal zu schauen, wie war es denn, was liegt mir denn gut, wo habe ich denn selbst für mich Schwierigkeiten erkannt, wo kann ich mir vorstellen,
bei welcher Art von Jobprofil ich ein komplett strukturiertes Interview führe und wo braucht es nur ein teilstrukturiertes Interview. Also ich glaube, diese anschließende Reflexion ist da sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich. Ja, das Thema Peer-Recruiting. Peer-Recruiting, eine Sache, wo die Mitarbeiter sozusagen die Rolle des Recruiters übernehmen und mehr oder weniger auch die Suche nach Mitarbeitern starten bzw. die entsprechenden Gespräche führen und auch die Entscheidungen treffen. Ich habe selbst erlebt, das ist eine Gangart in sehr jungen, dynamischen Unternehmen, in Startups mit flachen Hierarchien oder auch in Softwareunternehmen. Und auch hier gibt es wieder, wie immer, Vorteile und Nachteile. Die Vorteile sind einfach, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Mitarbeiter ins Team passt, möglicherweise eine längerfristige ist und dadurch kann das natürlich der Mitarbeiter auch länger im Unternehmen bleiben. Die Nachteile sind, also die Mitarbeiter, die Peer-Recruiting erledigen, die sollten und müssen wirklich gut geschult werden, also in dem Fragemodus, in den Recruiting-Modus natürlich. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, ihnen das Handwerkszeug mitzugeben, worauf sie achten müssen bei der Gesprächsführung. Natürlich stellt sich an dieser Stelle auch die Frage, was ist dann die Aufgabe einer HR-Abteilung? Gibt es die HR-Abteilung in der Art, wie man sie kennt, überhaupt in diesen Unternehmen? Nehmen wir mal an, es ist eben so ein Startup-Unternehmen. Wenn es das nicht gibt, dann ist es eh dahingestellt oder sei es dahingestellt. Es ist aber auch die Frage, wie geht man mit Führungspositionen um? Sollen hier auch die Mitarbeiterinnen entscheiden? Ich glaube, es passt wunderbar, wie gesagt, für junge, dynamische, agile Unternehmen mit flachen Hierarchien. Startups passen auch gut dazu. Ich glaube aber, dass es für viele Unternehmensstrukturen einfach noch nicht die richtige Gangart ist. Ja. Kununu-Bewertungen. Auch eine interessante Sache. Ich habe es erlebt, eben auch bei meinem Seminar für die jungen Generationen, dass die jungen Generationen einfach alles durchlesen, was sie finden. Sie schauen nach Feedbacks und Bewertungen und halten Ausschau. Klar, die Nachteile sind natürlich, dass keine Überprüfung stattfinden kann, ob die Bewertungen tatsächlich beim jeweiligen Unternehmen, also ob die Bewerter eben tatsächlich beim Unternehmen gearbeitet haben. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, es geht viel schneller von der Hand, was Negatives zu schreiben, als vielleicht auch mal was Positives und das so stehen zu lassen, was ich natürlich auch nicht unbedingt für von Vorteil halte. Ich finde, es ist eine gute Sache, auf Kununu oder bei diesen Bewertungsportalen vertreten zu sein. Bei sehr negativen Bewertungen würde ich auf jeden Fall eine Antwort verfassen. Zum Beispiel wie hier, ich habe hier ein Beispiel, das ich euch gerne geben möchte, was man schreibt, liebe Kollegin, lieber Kollege, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Feedback zu geben. Es freut uns, dass du uns in vielen Bereichen ein gutes Zeugnis ausstellst. Wie du richtig erkannt hast, ist es wichtig, nach vorn zu schauen und manchmal muss man auch einen Teil der Vergangenheit zurücklassen. Wie du tagtäglich siehst, erweitern wir das Unternehmen, um es modern, erfolgreich und unternehmerisch für die Zukunft zu rüsten. Zum Beispiel haben wir mit unserer neuen Firmenstruktur massiv in die Zukunft investiert und verfügen derzeit über mehr Vertriebskolleginnen als je zuvor. Für Vorschläge und Ideen zur Weiterentwicklung haben wir immer ein offenes Ohr, natürlich auch gerne im persönlichen Gespräch. Nimm jederzeit Kontakt zu deinem Vorgesetzten oder zum HR-Team auf. Wir freuen uns auf den Austausch, dein HR-Team. Ich habe diese Antwort von einer Firma gelesen, war sehr angetan auch davon, das so aufzugreifen und es auch positiv zu formulieren und eben auch nochmals auf der einen Seite den Ball zurückzuspielen, auf der anderen Seite auch schon ein bisschen Bezug zu nehmen auf Themen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Also das vielleicht als Beispiel für euch. Sind Initiativbewerbungen sinnvoll? Ich denke, ja. Ich glaube, dass generell zu wenig Aufmerksamkeit diesen Initiativbewerbungen geschenkt werden. Und ich glaube auch, dass der Aufwand für die neue Suche mitunter auch gespart werden kann. Jetzt nicht zu 100% logischerweise, aber vielleicht für die ein oder andere Stelle. Entschuldigung, ich
komme nochmal kurz zurück, denn ich glaube, dass hier einfach sehr, sehr viel Potenzial noch liegt und noch gefunden werden kann, denn man bekommt ja oftmals sehr, sehr viele Bewerbungen auf ein Jobinserat. So kann man theoretisch auch sein Talentepool ein bisschen aufbauen. Hier braucht es natürlich auch jemand, der sich darum kümmert, der auch immer wieder mal, weiß ich nicht, monatlich, quartalsmäßig diese Initiativbewerbungen durchschaut und eventuell auf die eine oder andere zurückkommt. Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Die Vorteile liegen hier auch klar auf der Hand. Die Unternehmensseite kann sich viel Zeit und Kosten ersparen. Und die Empfehlungen sind natürlich immer ein wunderbarer Indiz für das effektive Employer Branding. Und für den Mitarbeiter ist es natürlich ein großes Zeichen von Wertschätzung und Vertrauen, wenn die empfohlene Person von ihm eingestellt wird. Ja? Und ja, also es bringt natürlich auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit mit sich. Die Nachteile sind natürlich auch immer wieder das Thema, wie hoch darf die Prämie sein? Ist sie generell gleich? Gibt es eine Staffelung? Wann erfolgt die Auszahlung der Prämie? Nach der Probearbeitszeit, nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach 1 Jahr? Hier handhaben das die Firmen sehr, sehr unterschiedlich. Und bei schlechtem Unternehmensklima, schlechter Stimmung ist man wahrscheinlich weniger erfolgreich und die Empfehlungsrate ist eher niedriger. Und so gescheiterte Mitarbeiter suchen gehen natürlich auf den vermittelnden Angestellten zurück. Und das Stichwort Vetternwirtschaft habe ich natürlich auch verwendet und dazu geschrieben, auch so ein bisschen das Thema Vitamin B. Das ist natürlich auch nicht immer zu unterschätzen, kann natürlich auch manches Mal der Schuss nach hinten losgehen. Ja, dann die WatcherDo-Plattform, die Karriereplattform, wie so die Erfahrungen dabei sind. Also ich persönlich finde es als eine sehr, sehr gute Methode, das Unternehmen, die Stellen und die Funktionen vorzustellen und auch den Arbeitsalltag ein bisschen zu beschreiben. Ganz toll geeignet meiner Meinung nach für die Berufsorientierung und die Nachwuchsrekrutierung. Und auch gut für die jungen Generationen, denn diese Videos werden auf diesen Social-Media-Kanälen geteilt und man sieht das natürlich auch sehr oft und ich glaube auch, dass man das wunderbar mit den Stellenanzeigen dann koppeln kann und dann hat man eben nicht nur die Schriftlichkeit einer Stellenanzeige, sondern eben auch ein kurzes Video dazu, so dass man sich nur ein bisschen mehr vorstellen kann. Ja? Die Do's and Don'ts im Bewerbungsgespräch. Hier wurde eh viel erwähnt, auch ganz, ganz wichtig sind natürlich immer die vielen offenen Fragen nach den wichtigsten Eckpunkten im Leben des Bewerbers. Das ist eh ganz logisch, auch die Beweggründe für den Wechsel, die Fragen zum derzeitigen Job, die Erfahrungen aus dem Leben, dann natürlich Themen des Misserfolges, des Scheiterns, der Hindernisse, der schwierigen Situationen, dann die Motivatoren, die wichtig sind für einen, also was es braucht, sich selbst zu motivieren. Und warum natürlich diese Position und der oder diejenige die richtige Person dafür ist. Also was gar nicht geht und das ist logischerweise, wenn man sich nicht vorbereitet hat, Unfreundlichkeit, Unhöflichkeit, wenig Zeit für das Bewerbungsgespräch und natürlich auch eine Unpünktlichkeit oder wenn es einfach auch Themen gibt, die im Recruiting oder im Bewerbungsgespräch nichts verloren haben. Also das sind Themen zu Religion, zu Politik, zu Geschlecht und dergleichen, also eh das, was überall bekannt ist. Die Rückfrage der Bewerberinnen, da gab es eben einen Beitrag im Forum, den finde ich besonders auch interessant, dass eben ein Teilnehmer spannende Fragen gestellt hat im Bewerbungsgespräch, eben warum diese Stelle vakant ist, was erwartet mich in den ersten 90 Tagen, warum arbeiten Sie für dieses Unternehmen und welche Fehler haben meine Vorgänger gemacht, die ich lieber nicht machen sollte. Also finde ich generell als absolut brillante Fragen,
werte ich eher als einen sehr interessierten Bewerber, der sich wirklich Gedanken macht, nicht nur um die Stelle und um das Unternehmen, sondern eben auch um seine Position, wie er sich da wiederfinden kann. Und ich glaube, also zwei, drei gute Fragen eröffnen wirklich mehr Möglichkeiten, sich noch mehr vorstellen zu können, wie es in dem Unternehmen zugeht oder vorgeht. Ich selber habe auch noch folgende Fragen gestellt bekommen. Wie sehen meine ersten Wochen bei Ihnen im Unternehmen aus? Also das deckt sich im Prinzip mit der zweiten Frage. Auf was kann ich mich da einstellen? Was passiert am Ende meiner Probezeit? Wovon machen Sie es abhängig, dass ich fix übernommen werde? Und wie werden am Ende dieser Zeit meine Leistungen gemessen und bewertet? Also auch da hat sich gezeigt, dass sich der Bewerber viele Gedanken gemacht hat, was ihn erwartet und wo er sich sozusagen auch noch fokussieren kann. Ja, dann das nächste Thema, das Thema Absageschreiben, ein unterschätztes Instrument des Employer Brandings. Also ganz ehrlich gesagt, ich finde, es ist ein Muss, eine Rückmeldung zu geben, denn ich glaube, es kann sich jeder mal daran erinnern, wie er selbst den Job gesucht hat und wie lange man immer gewartet hat auf eine Zu- oder Absage oder eben auf dass das gar nichts gekommen ist. Man fühlt sich in dieser Situation als Bewerber schon mal überhaupt nicht wohl und das soll einfach nicht sein. Und das gehört auch meiner Meinung nach zum gesamten Bewerbungsprozess dazu. Und das zeigt auch wirklich eine Wertschätzung und die Wahrnehmung, die sozusagen vermittelt wird, ist ja auch das A und O, ja. Und das gute Employer Branding nach außen hin funktioniert gut. Und ja, auf der anderen Seite, wenn es jetzt mal zu einer Absage kommt, dass man ein Absageschreiben tätigt, aus welchem Grund auch immer, und der Kandidat eben zum Beispiel an Stelle Nummer 2 oder 3 war, kann man ihn ja auf jeden Fall wunderbar für den möglichen Talentepool noch in Evidenz halten. Und beim Absageschreiben ist es natürlich ganz wichtig, folgende Parameter mit einzubauen. Also das Absageschreiben soll auf jeden Fall personalisiert sein und nicht sehr geehrter Bewerber, liebe Bewerberin, soll auch begründet sein. Man auch anzubieten, dass man kommunikationsbereit ist, also inklusive eines Feedbacks, dass derjenige auf jeden Fall sich melden kann. Es soll fristgerecht sein, also nicht erst in 5 Monaten oder in 4 Monaten, sondern so zeitnah wie nur irgendwie möglich und schon auch ermutigend. Ja, dann komme ich auf jeden Fall hiermit zum Ende, zum Abschluss. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Fragen und Antworten. Wenn ihr zu dieser Präsentation Fragen und Antworten habt, dann bitte meldet euch gerne. Entweder direkt bei mir unter meiner E-Mail-Adresse, unter meiner Telefonnummer oder natürlich auch hier im Forum der Wirtschaftsakademie. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe in der Zwischenzeit und bis zum April. Bye bye!